Hatte Xavier doch recht? Also die Antwort ist nein. Xavier Naidoo hatte bei seinen kontroversen Punkten, bei denen hat er Unrecht. Ich glaube, bei anderen hat er bestimmt schon mal recht. Vielleicht hat er mal gesagt, dass der Himmel blau ist oder so. Aber Imp hat ein Video gemacht mit diesem Titel und ich wusste schon, dass das kommen wird, da der mich gefragt hatte, wie man so Bilder mit KI bearbeitet. Ich konnte ihm leider nicht wirklich helfen, aber irgendwie scheint hier trotzdem eine KI drüber gelaufen zu sein. Naja, schauen wir mal rein. Dieser Mann hatte doch recht. Adrenochrom. Wir haben damals alle herzlich über ihn gelacht, aber vielleicht ist an der Geschichte, dass mächtige alte Leute das Blut junger Leute konsumieren, doch mehr dran als ursprünglich. Habt ihr den Film Geschichte, dass gesehen? mächtige alte Leute das Blut junger Leute konsumieren, doch mehr dran als ursprünglich gedacht. Xavier's Story damals: Nein. Die Eliten entführen Kinder, zapfen ihnen das Blut ab und konsumieren es, um ewig jung zu bleiben. Die eine Seite sagt nun also, in Hollywood, im Weißen Haus und so weiter werden Kinder gegessen. Die andere Seite sagt, das sei alles Geschwurbel und vielleicht sogar antisemitisch. Also Xavier Naidoo ist ziemlich sicher nicht nur vielleicht antisemitisch. Also ich würde gar nicht behaupten, dass das nur vielleicht antisemitisch ist, was Xavier Naidoo so Ein rausgehauen ganz hat. typischer antisemitischer Verschwörungsmythos ist die sogenannte Ritualmordlegende, dass Jüdinnen und Juden christliche Jungen ermordet und deren Blut getrunken hätten. Wir können also auf unseren Bingo-Zettel schreiben: Juden ermorden Kinder. Heute findet man sowas zum Beispiel in der Ideologie, die hinter der Verschwörungssekte QAnon steckt. Deren AnhängerInnen glauben, dass eine geheime Elite, da haben wir sie wieder, Kinder Wenn entführt andere und was anderes missbraucht, um aus behaupten, deren Blut haben den sie einfach Stoff Unrecht. Adrenochrom zu gewinnen. Ja, es ist halt die gleiche jüdische, ja, die gleiche Theorie über eine jüdische Verschwörung, die es schon ganz oft gab und die uralt ist. Daran ist doch absolut nichts falsch und danke für den Follow. Mir, wie vermutlich vielen anderen, war natürlich klar, reiche Leute machen eine Menge ethisch fragwürdige Sachen, aber Kinder in irgendwelche geheimen Tunnelsysteme entführen, um sie da dann zu quälen und zu essen und alle schweigen. Zeit für einen Faktencheck. Oh boy, vielleicht kann man mit etwas Dialektik rausfinden, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte, naja, nicht genau die Mitte, aber vielleicht ist an beiden Seiten ein bisschen was dran. Also ich würde sagen, soweit korrekt ist, dass es reiche Leute gibt und dass es Kinder gibt. Das ist soweit korrekt an der Theorie erstmal. Kinder haben übrigens auch Blut. Das ist auch korrekt. Im deutschsprachigen Raum verbindet man diese Geschichten ziemlich eng mit Xavier Naidoo, weil er wahrscheinlich der bekannteste, prominenteste Mensch war, der da öffentlich drüber geredet hat. Und es gab daraufhin ja auch einige Leute, die ihn verarscht haben dafür. Für die meisten war es vermutlich neben lustig auch noch ein bisschen erschreckend und man fragt sich, wie er auf sowas kommt, was er da gesehen haben muss und in was für ein Wenn Kaninchenbau er da andere was anderes eingedrungen ist. behaupten, Die haben ganze sie einfach Geschichte klang so Unrecht. absurd, dass man wusste, Xavier Naidoo hat da eine Psychose. Andere Künstler oder YouTuber haben sich dann darüber lustig gemacht. Schön, dass ich hier sein kann bei der Bild. Wo ist das Kinderblut? Ja, da ist ja erstmal nichts falsch dran, dass man sich über abgespacete Leute lustig macht. Kann man doch schon machen. Gut. Xavier, Felix und Leon ernähren sich von Kinderblut. Etwa zur gleichen Zeit gab es in Amerika aber auch Beiträge dazu von Alex Jones. Vampires, the trafficking this, who did all this to reportedly thousands of babies. Alex Jones ist halt auch echt so eine witzige Figur. Literally wanting to suck babies dry and pump it into these men's veins. Und in der Türkei sogar im Fernsehen. Die heutigen Nachrichten werden Sie erschüttern. Bei Ellen DeGeneres war Sandra Bullock. Ellen fragt sie: Wie schaffst du es, so elegant auszusehen? Es ist eine Extraktion aus dem Vorhaut von einem koreanischen Baby. Der ehemalige. Was? Darf ich diese Übersetzung einfach mal anzweifeln? Darf ich anzweifeln, dass das überhaupt, dass das war, was gesagt wurde? Weil das kann man ja jetzt schlecht beweisen, weil das sind keine Original, also ich höre den Originaltext nicht raus und ich kann kein Türkisch. Außenminister, der englische König, hier, der Papst. Sogar er hat es verwendet. Bei allen werden Sie auf einigen Archivbildern von Zeit zu Zeit blaue Flecken erkennen. Grüße aus dem Schnitt.
Menschen haben manchmal blaue Flecken, was? Nein, niemals. Hier war eigentlich ein Bild, das kann ich hier wahrscheinlich nicht zeigen, weil das Ganze zu YouTube geht. Der Mann im Fernsehen hat dort ein Baby mit blauen Augen gezeigt. Ist nur ein Foto, man weiß auch nicht, warum es blaue Augen hat oder ob es bearbeitet ist, aber YouTube ist da sehr streng. Stellt euch einfach vor, dieses Panda-Bärchen, da ist ein Babygesicht. Ihr findet den Beitrag vielleicht auch so, wenn es euch so brennt interessiert. Warum auch immer. Tschüss. Wissen Sie, wie viele Kinder auf der ganzen Welt verschwinden? 2500 jeden Tag. Und es gibt Organisationen, die diese Kinder foltern. Und im Augenblick des Todes... Also, es gibt sicherlich irgendwie so Pedoringe oder so, aber die sind jetzt nicht weltweit versponnen und haben sonderlich viel mit irgendeiner jüdischen Weltverschwörung zu tun. Das Blut entnehmen und das Hormon den Reichen verkaufen. Ich habe daraufhin den Originalbeitrag rausgesucht und zwei Türken meines Vertrauens geschickt. Sie gefragt, ob es diesen Sender gibt, ob das korrekt übersetzt ist, und sie haben mir beide bestätigt, unabhängig voneinander, ja, den Sender gibt's. Der Mann hat das auch alles so gesagt in dem Fernsehstudio, das ist schon korrekt übersetzt. Okay, ich, keine Ahnung. Müssen wir mal Chapulcho fragen oder so. Inhaltlich, nun ja, gehen wir rein. Diese alten, reichen Prominenten haben hin und wieder mal ein blaues Auge. Dieses Baby auch. Ich schwöre, die Bilder sind auch alle nicht bearbeitet. Hä, aber ganz kurz mal, wieso sollten die blaue Augen haben, wenn die Blut gespritzt bekommen? Also, technische Frage. Ich möchte ja auch bald zu den Reichen gehören, wenn ich so weitermache hier mit YouTube und so weiter. Wenn ihr mir genug Subs spendet, möchte ich da ja auch zugehören irgendwann. Und deswegen habe ich eine technische Frage jetzt an der Stelle, wo ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt. Also, wenn ich jungblau bleiben möchte, wenn ich so unglaublich fresh aussehen bleiben möchte, dann nehme ich mir dieses Adrenochrom von Babys und spritze mir das in die Augen. Oder warum kriege ich ein blaues Auge davon? Ich meine, wenn man sich das injizieren lässt, wäre das wahrscheinlich über den Arm oder vielleicht noch der hier Oberschenkel. Die wollten es... Warte. Gibt's irgendeine Erklärung? Ich schau gerade. Nee, das blaue Auge ist von den Frauen. Wenn andere was anderes behaupten. Ich habe wirklich eine Frage. Ich frag's mich gerade wirklich. Wie soll das technisch funktionieren? Seit wann lässt man sich was unters Auge injizieren? Und es ist ja eindeutig, die haben von diesem Baby das Adrenochrom geklaut und sich das dann selber reingezogen. Und deswegen zeigen die gleichen Krankheitssymptome. Also ich bin kein Arzt, aber das... Ist ein bisschen wie hier, E.T., dass die sich dann dem Gesundheitszustand angleichen. Dem das Blut entnommen wird und der es sich hinterher injiziert, dass die genau die gleichen Symptome zeigen. Nein, nicht genau die gleichen Symptome. Die gleiche Verletzung. Es geht ja um eine Verletzung, nicht um ein Symptom. Klingt ein bisschen seltsam, aber wie gesagt, ich bin keiner. Vor allem, warte mal, warum sollen die Kinder alle die gleiche Krankheit haben? Wenn, dann würde das mit den blauen Augen, ja, also wenn wir jetzt mal logisch durchdenken, könnte das vielleicht davon kommen, dass man bei Adrenochrommangel im jungen Alter blaue Augen bekommt? So, vielleicht, okay? Das heißt aber, dass die Leute, die deren Adrenochrom kriegen, doch eigentlich genau das Gegenteil von blauen Augen kriegen müssten. Weil die haben ja dann in dem Kinder, im Gegensatz zu den Kindern, keinen Adrenochrommangel, sondern eher einen Überschuss. Also warum sollten die jetzt blaue Augen haben? Arzt, guck mal, die dunklen Ringe hier unter den Augen. Der Crimson Ghost nimmt Adrenochrom? Nee. Ellen fragt sie, wie schaffst du es, so elegant auszusehen? Und wie alt du schon bist? Um die 50. Nun ja, das sind alles reiche Prominente. Die können sich vermutlich das gesündeste Essen leisten. Die können Wellness machen, so oft und so gut sie wollen. Sie haben Visagisten, sie können sich Schönheits-OPs leisten und so weiter. Breaking News, Hollywood-Schauspieler sind reich und legen sich unters Messer, um hübscher auszusehen. Aber nicht nur die trinken Kinderblut. Auch Leute wie... Ich könnte das halt legit ziemlich schlecht machen, weil ich dann kein Content machen könnte für die Tage. Also, ich weiß nicht, als Schauspieler wird das ja noch irgendwie gehen, weil du spielst ja nicht immer eine Rolle, aber
Als Content Creator ist das, glaube ich, schon eine ziemlich schlechte Idee. Wie Prinz Philipp, die Queen oder der Papst? Der Papst. Sogar er hat es verwendet. Wow, sehen die alle jung aus. Der Papst und Prinz Philipp. Guckt sie euch an. Hätten sie gedacht, dass diese Personen schon über 90 sind? Well, ja. In dem Beitrag wurde der aktuelle Papst gezeigt. Seinem Vorgänger Palpatine wurden natürlich ähnliche Dinge vorgeworfen. Der Beitrag ist übrigens von 2020, wo uns gesagt wurde, dass diese alten Leute sich ewiges Leben verschaffen. 2 Jahre später, 2022, sind Josef Ratzinger, Prinz Philipp und die Queen gestorben. Nicht so gut gealtert. Also der Beitrag. Naja, vielleicht war Lieferengpass für Kinderblut und deswegen ist es, also die sind ja auch ziemlich nah aneinander, ne? Vielleicht war 22 halt ein schwieriges Jahr für Kinderblut. Könnte ja sein. Ich habe in der Recherche sogar einen Artikel dazu gefunden, dass in manchen Ach, das lag daran, dass die Geburtenraten runtergegangen sind. Ach so. Es ergibt schon alles Sinn. Teilen des Internets darüber spekuliert wurde, ob Prinz Philipp eventuell durch die Impfung Adrenochrom oder einen Satansfluch verstorben sein könnte. Mit 99. Der dazugehörigen Queen wurden übrigens neben Unterstellung, sie könnte eventuell eine Echse sein, natürlich auch solche Dinge unterstellt und, well, alle tot inzwischen. Die Medienberichte dazu sind immer so geil. Dieser 99-jährige Mann ist gestorben und diese 96 Jahre alte Frau. Was könnte nur die Todesursache sein? Die sind Mitte, Ende 90. Das machen die manchmal, dass die dann einfach... Also 99 Jahre und ihr fragt euch, was könnte wohl die... Es muss daran liegen, dass sie zu wenig Adrenochrom hatten. Oder die Impfung. Die Impfung kann es auch sein, aber auch das Adrenochrom. Beides sehr verdächtig in dem Alter. Ist eine typische Todesursache in dem Alter. Die Todesursache sein? For real? Irgendwie auch auf eine Weise witzig, dass für Leute, die sonst gerne Lügenpresse rufen, ein ihnen bisher unbekannter türkischer Fernsehsender dann plötzlich eine seriöse Quelle ist. Das ist dann keine Lügenpresse. Also, ich weiß, auch in unseren Qualitätsmedien, im ZDF und Spiegel und so, steht auch mal Blödsinn drin. Das stimmt, ja, aber... Sind RT, TGRT, Bild TV und Co. in irgendeiner Weise... Warte. Bild TV hat das gesendet? Also der Fernsehsender oder der Internetfernsehsender von Bild? Nein, oder? Besser? Den glaubt ihr? Seid ihr irgendwie dumm oder so? Also als ob da jetzt plötzlich die Wahrheit gesendet wird. Aber ja gut, es soll ja auch Leute geben, die denken, Donald Trump sei eine Alternative zum Establishment. Dieser... Immobilienhai, dem halb New York gehört und der durch alle Medien tingelt, der ist nicht Mainstream, der kämpft gegen den Mainstream, der von einer der zwei... Ja gut, gegen den medialen Mainstream, würde ich sagen. ...größten Parteien aufgestellte Kandidat, der ist nicht Teil des Establishments. Natürlich ist er Teil des Establishments, das ist Quatsch. Okay. Aber auch hier bei dem TGRT-Beitrag ist es ähnlich wie bei Xavier oder Alex Jones. Vieles ist polemischer Unsinn... Aber es ist leider doch ein Fünkchen Wahrheit mit dabei und einfach komplett über alles zu lachen, was da gesagt wird, wird der ganzen Sache auch nicht gerecht. Zu dem Teil mit Sandra Bullock kommen wir noch später. Aber erstmal die obligatorische Distanzierung. Bei die da oben im Beitrag über Antisemitismus kam natürlich auch Adrenochrom vor, in Verbindung mit dieser Ritualmordlegende, weil es eine uralte Legende darüber gibt, dass Juden das Blut von christlichen Kindern trinken. Diese Verbindung ist natürlich komplett hanebüchen. Juden trinken natürlich nicht... Nein, ist es nicht. Also die Verbindung ist sehr offensichtlich, weil die gleichen antisemitischen Erzählungen und Narrative immer weiter verbreitet werden. Du siehst, wie sie sich über Zeit entwickelt haben und es gibt aus verschiedenen historischen Schriftsätzen und so weiter auch Belege dafür, dass in verschiedenen Zeiten verschiedene Formen der gleichen Narrative verbreitet wurden. Nur heute wird es zum Beispiel oft dann nicht auf alle Juden bezogen, sondern dann explizit auf Israel. Das ist ja dann auch das Phänomen des israelbezogenen Antisemitismus, wo du halt einfach genau die gleichen Sachen nicht auf alle Juden überträgst, um dich weniger angreifbar zu machen. Also du sagst nicht, guck mal, alle Juden töten Kinder, sondern du sagst, Israel, die töten absichtlich Kinder. So, aber du kannst es dann natürlich noch weiterspinnen. Nicht alle Kinderblut und es gibt auch Leute, die Kinderblut trinken, ohne Jude zu sein, das geht.
Warte, was? Die Verbindung zwischen Kinderblut konsumieren und Judentum ist also komplett hinfällig und bescheuert. Weitere Bekanntheit hat Adrenochrom im Film Fear and Loathing in Las Vegas bekommen. Adrenochrom. Aber wer das als Reportage wahrnimmt oder als seriöse Quelle, der hat sie halt auch nicht mehr alle. Mich hat's dann aber doch interessiert, was Adrenochrom eigentlich ist und was es macht, wo es herkommt. Also habe ich einen Biologiedoktor meines Vertrauens gefragt und die Antwort erhalten, dass man das auch einfach chemisch herstellen kann. Man kann das synthetisieren, so wie andere eigentlich können. Ja, aber du brauchst das Echte, weil die Juden wollen Kinder umbringen. Körpereigene Stoffe. Bekanntestes Beispiel vermutlich Insulin. Das produziert der Körper eigentlich auch selber. Allerdings müssen Diabetiker sich das spritzen, deswegen stellt man das mit Hilfe von Pilzen im Labor her. Ähnlich geht das bei Adrenochrom auch. Im Gegensatz zu Insulin hat man allerdings noch nicht wirklich herausgefunden, was man damit Besonderes anstellen kann. Insulin weiß man ja, damit kann man Diabetiker ziemlich gut therapieren. Das hat schon einen sinnvollen Gebrauch. Ich würde mir halt trotzdem mal sicherheitshalber ein bisschen Adrenochrom spritzen. Auch wenn ich dann blaue Augen bekomme, ich spritze mir das hier unter das Auge rein. Adrenochrom hat immer wieder irgendwelche Mythen drumherum, aber ist halt ein Bestandteil im Blut. Davon aber jetzt ein bisschen mehr zu haben oder so, hat wahrscheinlich noch nicht besonderen Sinn ergeben, aber man kann es online kaufen, wenn man möchte. Also wenn ihr Interesse habt an im Labor hergestellten Adrenochrom, es gibt da Internet. Abgezapft ganz nach kurz jüdischem Reinheitsgebot, Krombacher Premium Adrenochrom. Kann die nicht, distanziere mich. Aber also, wer sagt mir, dass das synthetisch ist? Mal ganz ehrlich, vertraut ihr etwa diesen Webseiten? Seid ihr euch ganz sicher, dass das wirklich synthetisch ist? Webseiten, ich kann euch welche verlinken, dann weiß ich nicht, vielleicht könnt ihr das essen oder so. Auf eigene Gefahr, ich empfehle nichts davon. Link ist unten, ist kein Reflink. Ich weiß nicht, ob man mit denen irgendein Affiliate-Programm ein... Warte, das ist nicht wirklich unten verlinkt, oder? Adrenochrom kaufen. Nice, okay, ich verlinke es euch auch unter der Reaction. Komm, mach ich. Auf Ehrenbasis. Gehen kann, aber wenn ihr Interesse an Adrenochrom habt, das ist jetzt nicht so schwer zu kaufen. Man muss dafür kein Kind entführen. Also Adrenochrom macht nichts. Aber ist günstiger. Just saying. Ich meine, das kostet hier... Also ich würde es jetzt keinem empfehlen, hier Kinder zu entführen, aber come on. Die 130 Euro... Also jetzt mal wirtschaftlich gedacht so. Also ich glaube, ich krieg schon ein Kind günstiger entführt. Ich meine, da ist bestimmt auch viel drin. Das heißt, das spare ich mir so. Wahrscheinlich ist im Kind wahrscheinlich so 250 Gramm drin. Ja. Es kann aus dem Labor kommen. Wer das behauptet, dass es irgendwas macht, ist vermutlich ein Antisemit wegen dieser alten Ritualmordlegende und das ganze Verjüngen mit jungem Blut ist ein einziges Märchen und kompletter Kokolores und das macht doch keiner wirklich, richtig? Das hat jetzt keiner gesagt. Das Verjüngen mit Adrenochrom, mit jungen Blutzellen kannst du ja durchaus was machen. Du kannst ja auch zum Beispiel dein eigenes Rückenmark zum Beispiel... zum Teil extrahieren und einfrieren lassen. Und das dann später als... Kannst du es dann später dir quasi deine eigenen, also deine eigenen Rückenmarkstammzellen wieder dafür nutzen, um zum Beispiel Krebs zu bekämpfen. Das sind Stammzellen. Ja, ich weiß. Falsch. Leider ist auch der Vampir ein gerne genutztes antisemitisches Bild. Aber wenn wir uns mal überlegen... Was ist denn ein Vampir eigentlich? In so ziemlich allen Geschichten, außer irgendeinem popkulturellen Quatsch mit Glitzervampiren, sind Vampire Grafen. Also mächtig, reich, adelig und alt. Und dann kommt halt der Aspekt dazu, dass das zufälligerweise dann noch immer Juden sind. Aber definitiv nicht antisemitisch, ist klar. Egal ob in Cartoons, Horrorfilmen. Und dass Juden in der Vergangenheit zu einem, oder Juden in der Vergangenheit oder in großen Abschnitten der Geschichte überdurchschnittlich reich waren, ist ja auch nicht falsch. Aber das heißt nicht gleich, dass sie böse waren. Oder verhältnismäßig böse. Dass man sich deswegen, oder deswegen glaubt, ein Argument gegen die zu haben. Also, das ist halt immer, ich meine, sollen die stolz darauf sein, wenn sie
überdurchschnittlich wirtschaftlich gehandelt haben. Die wurden ja auch häufig ausgegrenzt und durften als eine der wenigen Religionen mit Geld handeln, was sehr lukrativ ist. Das darfst du ja in vielen anderen Religionen, je nach Auslegung, eher ziemlich beschränkt bis gar nicht. So, also durften die das, sollen sie doch stolz drauf sein, dass sie daraus was Gutes gemacht haben. Natürlich nicht alle, aber halt prozentual, geschichtlich gesehen, in vielen Abschnitten mehr. Oder Musik, es ist eigentlich immer das gleiche Bild, was vermutlich auf Vlad the Imp Allah zurückgeht. Das ist Imp Allah! In weiblicher Form manchmal auch Elizabeth Bathory. Die haben die gleiche Vision verfolgt, mit dem Blut junger Leute länger zu leben. Ob sie jetzt das Blut getrunken haben oder darin gebadet haben, spielt dabei erstmal keine Rolle. Sie haben jedenfalls sich irgendwie mit diesem Blut beschmiert, sich reingelegt, das getrunken, irgendwie sowas. Aber das Bild war immer das gleiche. Man nimmt irgendeine sehr junge Person, gerne auch mal eine Jungfrau, zapft er das Blut ab, verleibt sich das ein und hofft, dadurch länger leben zu können. Soweit zu Mythen und Mystik, aber wie sieht's denn in der Realität aus? Manchmal braucht es ja gar keine Zaubererklärung mit Märchenwesen. Aber das jetzt darauf zurückzuführen, dass es tatsächlich so Spenden gibt und so weiter für Geld, ich hoffe nicht. Damit bestärkt man nämlich dieses Narrativ dann noch weiter. Ich hoffe, dass ihr das nicht macht. Bonzen sind Blutsauger. Es war so klar. Vielleicht ist es wie bei Iron Man oder Batman, dass die realistischste Superkraft einfach ganz unspektakulär viel Geld ist. Kapitalismus. Zurück zur Anfangsfrage. Muss man überhaupt junge Leute entführen, um an deren Blut zu kommen? Natürlich nicht. Die können auch mit Konsens dazu einwilligen, Blut zu spenden. Ja, dann können die mit ihrem freien Willen sich selber dazu entscheiden. Schlimm, oder? Wirklich, wie können die nur? Das Einzige, Schlimm. Was ihr braucht, ist das hier. Einfach sehr viel davon. Hier, vielleicht ein bisschen mehr. Menschen verkaufen teilweise ihre Niere für Geld. Da ist so ein halber Liter Blut quasi gar nichts. Es gibt in Amerika sogar Firmen wie das Startup Ambrosia, was eine Bluttransfusion für läppische $8,000 verkauft. Natürlich keine Kassenleistung. Ist ja Amerika. Amerika! Jedenfalls gibt es Firmen in Amerika, die... Wie soll das bitte eine Kassenleistung sein? Das anbieten. Ich habe das Ganze bisher noch nicht über mich ergehen lassen. Ich weiß auch nicht, wie oft man da wiederkommen muss. Aber $8,000 ist schon eine Stange Geld, besonders wenn man das regelt. Ja, Angebot und Nachfrage, solange es halt nicht dazu führt, dass man sich mehr Blut entfernen lassen kann, als der Körper verträgt. Aber soweit ich weiß, gibt es da auch Maximalmengen und Sperrzeiten. Also du kannst da nicht jeden Tag hingehen und dir literweise Blut abzapfen lassen und kriegst dann einfach mehr Geld. Das wird in einem Rahmen gemacht, wo es medizinisch unbedenklich ist. Dafür gibt es gesetzliche Regelungen und Grenzen und mehr kannst du auch nicht verkaufen. Dementsprechend sehe ich das nicht als Problem an, wenn sich erwachsene Menschen dazu entscheiden. Regelmäßig braucht. Mäßig, aber regelmäßig. Das Einzige, was man dazu braucht, dass dieses System funktioniert, ist also eine große Schere zwischen Arm und Reich. Einmal reiche Leute, die keinen Bock darauf haben, irgendwann... Ne, du kannst auch welche in der Mitte haben, solange du immer noch Leute hast, die dazu bereit sind. Also, die Abwesenheit einer Mittelschicht ist nicht zwangsläufig vonnöten dafür. ...drauf zu gehen oder Alterssymptome zu bekommen... Und junge, arme Menschen, die für ein bisschen Geld halt eine Menge über sich ergehen lassen. Here comes the money. Hübsche junge Leute haben eigentlich nicht so Bock, sich von alten Säcken stechen zu lassen, aber haben auch keinen Bock, in Armut zu leben. Also finden wir doch einen Kompromiss. Reicher alter Sack empowert jungen Menschen mit Geldschein. Junger Mensch empowert im Gegenzug reichen alten Sack mit Lebenssaft. Hurra, der Markt hat... Ja, der verliert ja nicht wirklich was. Also das wird ja gesetzlich so geregelt, dass die Person keine medizinischen Probleme dadurch kriegt. Das ist ja schon nicht einfach so gemacht, dass man da sich, wie gesagt, endlos viel Blut abzapfen lassen kann, bis man halbtot geht. Hat geregelt. Respekt vor Leistung und Eigentum. Ähnlich wie bei Prostitution eigentlich. Man braucht also nur ein Land. Ja, nee, wir müssen Menschen vorschreiben, wie sie mit ihrem Körper umgehen. Das muss auf jeden Fall jemand von außen entscheiden, weil Menschen nicht dazu in der Lage sind, eigene Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Auch nicht, wenn sie erwachsen sind und eigentlich in einem System leben, wo sie nicht verhungern müssten, wenn sie es nicht machen.
oder wo sie nicht mit Waffengewalt dazu gezwungen werden oder mit Gewalt generell, müssen wir denen trotzdem besser erklären, was sie wollen, als sie das selber können, weil wir besser wissen, was gut für dich ist. Land ohne vernünftiges Sozialsystem, was junge Menschen vor die Wahl stellt, entweder auf der Straße in irgendeiner Skid Row zu wohnen oder irgendwie an Geld zu kommen. Und Jobs, die nicht genug Kohle abwerfen, um damit alle seine Kosten zu decken und damit über die Runden zu kommen, dass man noch so ein bisschen Geld irgendwie nebenbei verdienen muss. Es gibt zu dem Thema auch ein Video vom sehr guten YouTube-Kanal Boyboy. Die sind tatsächlich sogar zu so einer Blutbank hingefahren und haben die Leute, die dort ihr Blut verkaufen, mal interviewt, warum die das denn machen. So, I've just been coming here, you know, to make ends meet. Helps get bills paid. It helps pay off some bills. Everything's so expensive here. Ja, aber solange man ordentlich Geld dafür bekommt und das medizinisch unbedenklich ist, sehe ich ja jetzt nicht so das große Problem dazu, oder? Also, du kannst sicherlich kritisieren, dass das Gesundheitssystem und das Sozialsystem da nicht gut genug ist. Würde ich ja durchaus auch anführen, dass man quasi die Leute da nicht genug sozial unterstützt. Aber prinzipiell, solange es kein hohes medizinisches Risiko dadurch gibt, so like the food has gone up, every price is the gas, and obviously if you're rich you don't need to do it, but but you know, it's good for people who are trying to make ends meet. And a lot of soldiers do it too, like around military bases. Yeah, they have plasma centers because the soldiers don't make enough in the army. Link in der Beschreibung, guckt es euch an, wenn ihr Englisch könnt, ist gut. Hierzulande habt ihr sicher auch mal mitbekommen, dass man auch Blut spenden und dafür eine kleine Entschädigung bekommen kann. Also nicht nur ein Essen, sondern vielleicht irgendwie 20, 25 Euro oder sowas. Allerdings gehen hier die Blutkonserven in der Regel an Krankenhäuser. Im Land of the Free natürlich auch. Also es geht auch an Krankenhäuser. Aber wenn ein hippes, junges Startup dazwischen kommt und sagt, oh, die Krankenhäuser geben euch so viel Geld, make it double! Und dann gebt ihr uns aber dafür das Premium-Blut, ne? Das von den jungen Leuten. Wir möchten bitte nur von den 18-Jährigen kaufen. Dann kriegen die natürlich auch ein paar Beutel von den Premium-Blutkonserven von den besonders jungen Leuten ab. Soweit ich weiß, sitzen die meisten dieser Young-Blood-Firmen in den USA, aber für reiche Leute ist so ein Flugticket und ein Hotel ja auch nicht das größte Hindernis. Der biologische bzw. medizinische Unterbau für das Ganze geht auf Versuche mit Mäusen zurück. Ja, es ist auch das, ist also nicht besonders erwiesen. Das wollte ich auch nochmal auf jeden Fall anführen. Dafür, dass das funktioniert, gibt es sehr wenig Evidenz. Dazu gibt es auch auf Deutsch schon Beiträge, beispielsweise im SWR. Man hat im Labor von jungen Mäusen Blut abgenommen, älteren Mäusen injiziert und diese älteren Mäuse haben dann tatsächlich Verjüngungssymptome gezeigt. Der Organismus von Mäusen ist allerdings wesentlich simpler als der von Menschen. Die sind ja auch deutlich kleiner, haben dadurch deutlich weniger Blut. Ich meine, so ein Mensch, der hat irgendwie 7 Liter oder sowas und man kann nicht unbedingt bei einem Menschen das komplette Blut rausnehmen und einfach austauschen. Also man kann es da im Grunde nur verdünnen. Bei den Mäusen geht das ein bisschen besser. Ja, du kannst das Blut nicht komplett austauschen, weil dafür ist das viel zu spezifisch und würde wahrscheinlich vom Körper abgestoßen werden, wenn du da zu viel austauschst. Man hat da teilweise in irgendwelchen Experimenten noch 2 Mäuse aneinander genäht. Die haben 2 Mäuse zusammengenäht? Ja, eine alte und eine junge Maus. Welchen Teil und welchen Teil? Naja, irgendwie das Blut von der einen in die andere. Im Beitrag von SWR kann man natürlich auch Kommentare lesen, ja, von Adrenochrom lässt grüßen, Adrenochrom ist Realität und so weiter. Es ist in dem Fall nicht Adrenochrom, es ist Blutprotein. Aber man nimmt Blut von jungen Menschen oder Mäusen, injiziert es in ältere und konnte zumindest bei den Mäusen einen Effekt feststellen. Ob das bei Menschen auch geht, ist fraglich. Wenn es dieselbe Blutgruppe ist, wird es nicht abgestoßen. Halte ich für eine gewagte These. Du kannst nicht das komplette Blut von 2 Menschen umtauschen oder austauschen, selbst wenn es die gleiche Blutgruppe theoretisch ist. Funktioniert so nicht. Du kannst auch nicht endlos viel Blutkonserven einer Person geben. Aber es gibt eine Grenze. Wird sich in Zukunft dann zeigen, ob an Altersschwäche sterben so ein Ding für uns 99% ist, während Milliardäre sich literally dadurch jung halten, das Blut von armen Leuten zu konsumieren. Glorreiche Zukunft. Apropos Milliardäre, die junges Blut konsumieren. Diesen Mann kennt ihr vielleicht, das ist Peter Thiel, der Geschäftspartner von Elon Musk. Wie Elon Musk auch, alt, reich und gut vernetzt und hat großes Interesse an jungem Blut und Transfusion. Ach, apropos Elon Musk, ich wollte euch diesen Tweet nochmal zeigen. Wartet mal.
Wenn wir gerade schon dabei sind, ich packe das so sicher in Einzig Weekly rein. Ich hatte es ja schon bei Twitter gepostet, aber mich lässt es einfach nicht los. Muss euch das nochmal zeigen. Guck mal. Elon Musk postet das hier auf Twitter. Donald Trump is back on X. So, und dann so hier dieses Gänsehaut-Meme, kennt ihr wahrscheinlich. Jetzt gibt es aber einen, dem das gar nicht geschmeckt hat. Und zwar Tim Jacken. Der kommentiert unter diesem Post mit 2 Millionen Impressionen oder 2 Milliarden. Ne, 2 Millionen, oder? Ja, wahrscheinlich Millionen. Kommentiert er auf Deutsch, englischer Tweet von Elon Musk. Was bist du eigentlich für ein Huso geworden, Bruder? Dachte vor ein paar Jahren noch stabiler Atzo und so. Aber jetzt, ciao. Was bist du eigentlich für ein Huso geworden, Bruder? Das hat mich so fertig gemacht. Wirklich, also was wird Elon Musk nur ohne die Unterstützung von Tim Jacken tun? Ja, also danach hat sich Elon Musk dann von Donald Trump distanziert, weil er dachte, okay, wenn sogar Tim Jacken es mir sagt, dann kann ich wirklich den nicht mehr unterstützen. Fusionen, also der hat vielleicht auf den Part mit dem Altsein nicht so Bock. Den Rest will er wahrscheinlich gerne behalten. Aber Altsein, irgendwann sterben, doof, oder? Hier kommt auch ein weiterer Multimillionär ins Spiel, und zwar Brian Johnson. Sein Vermögen wird ungefähr auf 400 Millionen Dollar geschätzt. Der injiziert sich das Blut seines eigenen Sohnes. Der hat auch einen... Ich finde übrigens, die haben beide eine ganz sympathische Frisur. Also, ja... Kann ich mich mit anfreunden. Sieht relativ gut aus. Ich finde, das ist schon eine der schönsten Frisuren, die beiden da actually haben. Also kann man nichts gegen sagen, auf jeden Fall. YouTube-Kanal, wo er das alles offenlegt, was er so macht und wie er seine Alterung zurücksetzen möchte oder sogar zurückdrehen, um wieder 18 zu werden. Der probiert auch irgendwelche Stammzellen aus und so weiter. Also sein Lebensmotto ist gerade einfach nie zu sterben und eventuell für immer jung und agil zu bleiben. Er sagt das natürlich, dass er so ein Philanthrop ist und das für die Menschheit macht, dass er für die Forschung das alles macht. Weiß man jetzt nicht, wie viel Teil Forschung ist und wie viel seine eigene Angst vorm Sterben ist, aber jedenfalls hat er einen Kanal, wo man seine Reise beobachten kann. Der Typ geht relativ oft. Ich find's relativ gruselig. Und damit um, auch wie teuer das alles ist, was er so macht. Man weiß es aber natürlich nicht bei jedem. Welcher Superreiche nun genau Kunde bei so einer Bluttransfusionsfirma ist, wird vermutlich ähnlich geheim bleiben. Ja, natürlich wird's geheim bleiben, weil irgendeine Theorie dann draus gemacht wird und dann wieder sei, oh, hier die Bonzen sind Blutsauger. Wie wer ja. Von ihnen mal Inselurlaub bei seinem Kumpel Jeffrey gemacht hat, um da auf eine andere Art Jugend zu konsumieren. Was? Will man das gerade irgendwie im Ansatz miteinander vergleichen oder gleichsetzen? Also wenn erwachsene Leute zu einer medizinisch sicheren Blutspende gehen und sich dazu bereit erklären, hat das absolut gar nichts damit zu tun, dass Kinder auf einer Insel vergewaltigt werden, die absolut nicht damit einverstanden waren, logischerweise. Das kann man nicht im gleichen Satz erwähnen. Also du kannst einfach nicht vergleichen, dass Kinder auf einer Insel vergewaltigt werden mit erwachsenen Leuten, die zu einer Blutspende einwilligen. Fakt ist jedenfalls, es gibt solche Firmen und es gibt Leute, die das versuchen. Es ist anscheinend relativ teuer und es kann sich nicht jeder leisten. Unser eins wird vermutlich einfach irgendwann an Altersschwäche sterben. Oder wir wählen einfach alle diese Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Dann wird das vielleicht auch einfach von der AOK bezahlt oder so. Und ihr könnt einfach alle einmal im Monat irgendwo hingehen und euch ein bisschen aus dem Labor... Doch, kann man, Arbeiterfaust. Ja, nee, das, also ich finde das actually eine Relativierung von Kindesmissbrauch.
gezüchtetes junges Blut reinballern und dann werdet ihr alle 500 Jahre alt und könnt die Folgen des Klimawandels live miterleben oder irgendwie sowas. Ich finde, die Schulmedizinische Verjüngungsforschungspartei ist actually ganz sympathisch für alle Leute, die keine Ahnung von Politik haben. Also, wenn ihr keine Ahnung habt, bevor ihr irgendeine Randpartei wählt, macht einfach Schulmedizinische Verjüngungsforschung. Für all diejenigen, die zuvor irgendwie die Partei gewählt haben, ich glaube, die sollten einfach mal Schulmedizinische Verjüngungsforschung wählen. Da habt ihr auch eigentlich eine Quatschpartei, nur dass die actually vielleicht sogar ein bisschen was Gutes erreichen. So, für einen selber, egoistisch betrachtet. Bist du 500 Jahre alt in dem Körper von einem 18-Jährigen, aber dann sagt die Natur einfach, na, Tsunami. Pff. Es geht aber auch nicht nur um ewige Jugend und körperliche Fitness. Hä, ist ja voll angenehm, wenn ich mein Leben lang 18 bleiben darf. Haben sie einfach unrecht. Und dann plötzlich aus dem Nichts von einem Tsunami umgebracht werde. Hä? Wo Problem? Klingt actually gar nicht so schlimm, oder? Also ich hab gar keine Altersschwäche oder sonst was und bin mein ganzes Leben in einem topfitten Körper unterwegs und dann auf einmal werde ich von einem Tsunami ausgelöscht. Hä? Besser geht's ja wohl nicht. Fitness, es geht auch darum, einfach jung auszusehen. Und damit zu dem Clip, der auch im türkischen Fernsehen gezeigt wurde, von Sandra Bullock. Im Zeitraum zwischen 2018 und 2020 ging oft ein Video durch die Medien und die sozialen Medien von Sandra Bullock, die bei Ellen DeGeneres zu Gast war und Folgendes erzählt hat. Okay, let's talk about this facial that you're obsessed with. Well, it's this way in which one... Die sieht übrigens unfassbar jung aus. Also nee, sieht sie nicht, aber ja, ich würde. Forces through microneedling. It's like a little roller with these, some of you, I think many of you know it. And it pushes through the skin and ruptures the collagen and then boosts it. You look like a burn victim for a day, but then it pushes the skin. What are you pushing into the skin? It is an extraction from a piece of skin that came from a young person far, far away. And they somehow figured out how to extract its foreskin from a Korean baby. I call it the penis facial. Sandra. Okay, es klang für mich massiv nach irgendeinem Ragebait-Ding, das die nur gesagt haben, um bekannt zu werden, oder? Oder um relevant zu bleiben. Sandra Bullock nennt es Penis-Facial, manche nennen es auch EGF-Facial. EGF für Epidermal Growth Factor. Ian Jonathan Frakes. In dem Video von Boy, was ich vorhin schon erwähnt habe, fliegt einer der beiden sogar zu so einer Gesichtsbehandlung und lässt sich auch diese Nadeln ins Gesicht stecken, so wie Sandra Bullock. Und es klingt natürlich komisch, dass man sagt, die kriegt Vorhäute von koreanischen Babys ins Gesicht. Das war ja auch das, was der Typ da im türkischen Fernsehen so skandalös fand. Kommen wir zu den Fakten. Tatsächlich kann man solche EGF-Facials machen. Oft wird das in Korea gemacht, die haben eh gerade einen sehr großen, boomenden Markt für Schönheitsoperationen. Natürlich. Ja, da gibt es doch sogar das Problem, dass die Leute aus den umliegenden Ländern nicht mehr zurückfliegen können, weil sie so oft anders aussehen als auf ihrem Pass dann. In Südkorea, die haben auch gute Connections mit den Amerikanern, das heißt, da kann man dann gut hin und her fliegen. Es gibt auch einige Europäer, die gerne nach Südkorea fliegen, um da sowas über sich ergehen zu lassen. Jedenfalls Südkorea. Ja, aber was hat das jetzt miteinander zu tun? Jetzt nehmen wir irgendwelche Schönheitsbehandlungen, aber ich glaube nicht, dass es die Vorhäute von Babys sind. Ja, ist einer der Top-Standorte für Schönheitschirurgie. Aber wie läuft jetzt genau dieses Penis-Facial ab? Ich erkläre euch grob den Ablauf für Dummies. Also man hat dieses EGF-Serum, was man aus der Vorhaut von kleinen Kindern gewonnen hat. Dann... Bist du dir ganz sicher? Doch, sind es. Warte mal, ich will, dass Angry Agenda schreibt, dann glaube ich es erst. Also Wilberforce auch gute Quelle, aber Angry muss da schreiben, dann glaube ich es. Trägt man bei den prominenten Gästen, die vorbeikommen, beispielsweise Sandra Bullock, die oberste Hautschicht ab, mechanisch, also man schmürgelt ja wirklich das Gesicht runter, schmiert da dieses Serum drauf und piekst mit ganz vielen kleinen Nadeln da rein, Microneedling. Dadurch gibt es überall kleine Verletzungen, da zieht das dann ein und am Ende kühlt man das Ganze, weil das komplette Gesicht natürlich verletzt ist. Wem das Ganze nicht medizinisch genug ist, educate yourself. Aber was ist denn dieses Serum? Also, dabei geht es um Fibroblasten. Das sind teilungsaktive Zellen des Bindegewebes. Die sind verantwortlich für Regeneration, Verjüngung. Das braucht man zum Beispiel, wenn man sich mal verbrannt hat oder sowas und
ne, der Körper das dann regeneriert, dass da wieder normale Haut entsteht. Diese Guck, Angry Again schreibt nichts, also existiert es nicht. Fibroblasten kann man auch aus der Haut von Menschen gewinnen und dann anderen Menschen einsetzen. Und besonders gerne dafür nimmt man Vorhaut von kleinen koreanischen Jungs. Das Ganze hat zwei Gründe. Erstens hat die Vorhaut von Neugeborenen besonders viele Fibroblasten. Wird in Korea denn häufig beschnitten? Also, Englisch hat ein Also reingeschrieben. Da kommt jetzt eine Nachricht. Der hat nämlich jetzt mies recherchiert. Der hat jetzt anders mies recherchiert. Am besten, Angry, machst du es einfach mit einem Text-to-Speech jetzt rein. Das wäre am besten für die YouTube-Reaction auch. Ihr könnt ja noch eine Menge lernen auf diesem Kanal. Zweitens schmeißt man die Oder schickst einfach 10 Bits mit, weg. Dann wird's auch verwirrt. Hier ist meine Karte, Beschneidung von Jungs weltweit. Ihr seht, Südkorea mit einem kleinen Pfeil gekennzeichnet. Über 80% der Jungs dort werden beschnitten. Man schmeißt die Vorhaut sonst eh in Müll. Das heißt, die haben containerweise Vorhäute von Neugeborenen rumliegen. Deswegen kann man die ja auch noch irgendwie verwenden. Upcycling, ne? Nachhaltig. Der Typ aus dem türkischen Fernsehen hat es ja quasi so hingestellt, als hätte man die Kinder dafür entführt oder so. Aber wie gesagt, guckt euch die Karte an. Man muss Kinder nicht entführen, um sie beschneiden zu lassen. Die Eltern bringen die in der Regel selbst dorthin. Und dann kommen da ein, zwei Eltern hin, bringen so ein Baby mit und sagen, da unten ist so, könnt ihr das mal abschneiden? Und der Arzt sagt, ja klar, aber wenn ich das schon abschneide, kann ich nur benutzen, oder? Ja, danke, ich mach das mal hier in so ein Tütchen. Sandra Bullock möchte das ins Gesicht kriegen. Ihr Leben. Also das stimmt wirklich jetzt, okay. Ich truste dem jetzt mal vorsichtig. Es klingt für mich irgendwie zu surreal, um wahr zu sein, aber ich bleibe skeptisch. In einer verrückten Welt. Tatsächlich bräuchte man inzwischen gar nicht mehr direkt diese Vorhäute, sondern kann das auch isolieren und das dann synthetisieren, aber am Anfang war es die Babyvorhaut und inzwischen... Okay, war es. Ich mache gerade eine leckere Bolognese und gleich kommt das Hack rein und das ist fast so gut wie Fibroblasten aus Babyvorhaut, die in Menschen gefarmt wird. Also, Angry macht gerade Babyvorhäute mit Fibroblasten und das schmeckt fast so gut wie Bolognese. Ich habe das korrekt vorgelesen. Wer weiß. Tatsächlich ist es aber relativ gängig in der Medizin, dass man andere Biologika, wie zum Beispiel für Autoimmunerkrankungen, auch mal aus Mäusen oder Hamstern genommen hat. Also den nimmt man Stammzellen ab und macht dann Medikament raus. Kann das dann danach aber auch synthetisieren, ohne jedes Mal einen neuen Hamster zu schreddern. Das ist durchaus ein strittiges Thema in der Ethik, aber es ist jetzt kein institutionelles oder rituelles Morden oder Verstümmeln von Kindern. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Es ist nicht so, dass sowas überhaupt nicht gemacht wird, aber es ist auch nicht so, dass man ein Kind gewaltsam entführen muss dafür. Und wenn man sich fragt, warum immer noch regelmäßig Kinder entführt werden, dann... Wenn man sich fragt, warum immer noch regelmäßig Kinder beschnitten werden, dann... Das ist vermutlich eher aus solchen Gründen. Jeffrey Epstein. Was es allerdings auch gibt, ist das sogenannte Vampire Facial. Da dürfen die Babys ihre Vorhäute behalten. Da kommt man dann einfach nur alleine hin, lässt sich eigenes Blut abnehmen. Das wird dann in eine Zentrifuge gepackt und dann kann man das Blut in seine Einzelteile zerhacken. Und dann nimmt man das Blutserum, also es ist quasi nur das Beste aus dem eigenen Blut. Das eigene Blut regeneriert man ja eh wieder mit der Zeit und dann kriegt man auch Gesicht abgetragen und Microneedling, aber das Serum, was man da drauf schmiert, ist einfach nur das Serum aus dem eigenen Blut und nicht... Hä, aber ist das dann nicht eh schon irgendwie in der Haut drin? ...aus dem von Vorhäuten von Babys. Man hat es vielleicht auch schon mal gehört, im Radsport gab es das ja auch, dass Leute sich eigenes Blut abnehmen lassen und sich das dann heimlich injizieren lassen, um ein bisschen besseres Blut zu haben, wenn es am nächsten Tag direkt wieder auf die Piste geht. Ist übrigens alles nicht neu, aber natürlich geht es wieder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit. Also Sandra Bullock war beispielsweise ja 2018 dort oder dieses Ambrosia-Startup 2020 war eh eine wilde Zeit. Da wurde dann über viel in der Richtung berichtet und auch nicht immer so ganz sachlich, teilweise auch von Leuten wie Xavier. Dann führt das natürlich auch zu Gegenreaktionen, wie Leute direkt sagen, na, alles Quatsch, da ist überhaupt nichts dran, niemand würde je auf so eine Idee kommen.
Also von dem, was Xavier Naidoo gesagt hat, war alles Quatsch. Ja gut, es gibt Babys und es gibt irgendwelche Schönheitsbehandlungen. Ich sehe aber jetzt nicht nach der Argumentation, wo hier die Wahrheit in der Mitte liegt. Ich meine, da sollte man sich vielleicht mal damit beschäftigen, was Xavier Naidoo ansonsten noch so geäußert hat. Und wie so oft gibt es dann doch irgendwie einen wahren Kern dabei. Sag mal, und Imp ist derjenige, der Zentristen lächerlich findet. Ernsthaft. Fazit. Die Geschichten von wegen Leute mit einer bestimmten Religion würden Kinder entführen und in Tunnel bringen, ist natürlich komplett übertrieben und Quatsch. Allerdings, reiche Leute, die so ziemlich alles erreicht haben in ihrem Leben, aber diese eine Sache nicht verhindern können, nämlich das eigene Altern und dann auch mit irgendwelchen Operationen oder mit irgendwelchen Verjüngungskuren versuchen dagegen anzugehen, können trotzdem diese eine letzte Kränkung oder Demütigung nicht überwinden. Und selbstverständlich gibt es dann Würde Imp aber wahrscheinlich auch machen. Also gehe ich mal von aus. Einige von denen, die irgendwie versuchen, da doch noch drum rumzukommen. Das ist ja auch kein neues Phänomen, dass reiche, mächtige Leute doch nicht abtreten wollen und wirklich alles versuchen, was sie machen können. Und wenn das dann heißt, dass man sich irgendeine Vorhaut injiziert oder dass man sich einfach einen halben Liter Blut von irgendeinem jüngeren Menschen... Ja, aber also ethisch gesehen ist ja jetzt da kein großes Problem dran. Also gerade das mit den Vorhäuten, die sowieso nicht gebraucht werden. Auch wenn ich es immer noch nicht so ganz glauben kann, aber injiziert, trotzdem. Obwohl man gar keine richtige Krankheit hat, sondern einfach nur alt ist und irgendwann vielleicht mit dem Alter ein bisschen gebrechlich wird oder vielleicht auch irgendwann mal den Löffel abgeben muss und das aber vielleicht noch nicht so ganz möchte. Natürlich gibt es dann einige Leute, die sowas machen werden und dein Geld kannst du nicht mit ins Grab nehmen. Wenn du Multimillionär bist und denkst, ja, aber also ich habe jetzt dieses ganze Geld, aber nur noch ein Jahr, kann ich nicht ganz viele Jahre und nur noch ein Geld haben, dann werden Leute das versuchen. Ob es funktioniert, wird... Ich habe 2 Kinder und kein Geld. Könnte ich nicht keine Kinder haben und 2 Geld? Sich mit der Zeit erst zeigen, so lange gibt es ja noch nicht diese Startups und Leute, die das konsumieren, aber... Guten Morgen, Faye. Wir schauen gerade ein Video von Imp. Vielleicht können wir uns gemeinsam auf eine Zukunft freuen, wo wir normale Bevölkerung, die untere 99%, besagten Löffel abgeben und ihn dann abgeben an irgendeinen reichen alten Sack, der das vielleicht geerbt hat. Es ist fair, die Welt ist super, alles ist prima hier, gehen Sie weiter. Nein, es ist nicht fair, dass der das geerbt hat, aber es ist fair, dass derjenige, der es vererbt hat, entscheiden kann, was nach seinem Tod mit seinem Vermögen passiert. Das heißt, der Fakt, dass es jemand besitzt, ohne etwas dafür getan zu haben, ist nicht fair. Fair ist aber der Umstand, dass die Person, welche das erwirtschaftet hat, das Geld an eine andere Person abgeben kann, das frei entscheiden kann. Und wenn wir Menschen dieses Recht zugestehen wollen, müssen wir automatisch akzeptieren, dass es dann auch welche gibt, die quasi ohne was dafür getan zu haben, das Geld bekommen. Das geht aus diesem Grundsatz dann hervor. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich habe einen Termin, ich gehe Blut spenden. Also ich meine, ich habe eigentlich keinen Bock auf Blutspenden, aber ey, 20 Euro sind 20 Euro. Wir sehen uns im nächsten Video. Du bist der Beste. Ja, war ganz okay. Schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Twitch ist verlinkt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Reaction wieder.